go! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tendo Quatscht hier auf Tendo TV. Lange, lange ist es her, dass wir mal Tendo Quatscht gemacht haben, aber gerade ganz spontan, es ist der 26.07. Dienstag um 22.01 Uhr, haben Sverre und ich gedacht, wir machen mal ein Video zum neuesten NX-Gerücht. Hallo Sverre. Hallo Mario und hallo Tendo TV. Was ist passiert heute? Es ist schon ein bisschen her, bei uns auf der Facebook-Seite ist diese News auch schon seit heute Mittag präsent. Gibt es ein neues Gerücht, das die NX betrifft? Und zwar, ich fasse es einfach mal in wenigen Worten zusammen und dann können wir ein bisschen darüber diskutieren, was wir denn davon halten und ob wir das als realistisch einschätzen. Zunächst einmal, warum machen wir ein Video? Weil es irgendwie genau in das passt, was in den letzten Wochen und Monaten auch von Nintendo immer mal wieder unabsichtlich gesagt wurde und wo es schon sehr viele Gerüchte zu gibt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es das glaubhafter macht, aber ich finde, es klingt sehr cool und vor allem auch glaubhaft. Es passt zu dem, was Nintendo machen würde, glaube ich. Und zwar ist das Gerücht, dass die Nintendo NX primär ein Handheld sein wird. Und zwar ein Handheld mit einem großen Display in der Mitte und an der Seite zwei Controllerbereichen, so wie es also auch schon beim DS oder beim 3DS der Fall ist. Das Highlight ist aber, dass sich dieser Handheld auch mit einer über so einen kleinen Hub mit dem Fernseher verbinden lässt und dann eben auf dem großen Bildschirm gespielt werden kann. Und der Clou an der Sache, wenn man das tut, kann man die beiden seitlichen Controller-Elemente abmachen und quasi ohne dieses fette Display dazwischen spielen. Ja, das ist es. Ja, meine Bedenken dabei sind mal wieder eben, Nintendo versucht, innovativ zu sein. Dafür mögen wir Nintendo. Was darunter aber leiden wird, ist die Technik. Wobei ja gesagt wird, dass der Chip ja nicht mehr von AMD kommt, sondern von Nvidia und soll so ein Tegra, glaube ich, werden die ausgesprochen, so ein Tegra-Prozessor sein, der auch in Smartphones verwendet wird. Hattest du ja bestimmt auch mitbekommen. Das Ding an diesem Tegra-Prozessor ist, dass Nintendo damals schon mal, warum dieses Gerücht auch sehr wahrscheinlich ist, dass sie genau diesen Prozessor verwenden, denn sie haben damals schon mal betont, ja, wir wollen nicht irgendwie, dass da irgendwas durcheinander kommt mit unserem Prozessor, denn sie hatten Angst, dass ihr Gerät mit einem Android-Gerät verwechselt wird. Ja, das gab ja tatsächlich auch mal Gerüchte zwischendurch, die besagten, dass die NX, das Betriebssystem der NX zumindest auf Android basieren soll. Irgendwie lose oder wie genau war in diesem Gerücht damals nicht so ganz klar. Das ist jetzt aber in der Tat in diesem Gerücht, was jetzt aktuell die Runde macht, nicht der Fall. Sogar genau das Gegenteil ist der Fall. Nämlich es wird davon gesprochen, dass es ein Nintendo-eigenes neues Betriebssystem sein wird. Und genau dieses Betriebssystem soll dann eben auch aus diesem Tegra-Prozessor alles rausholen, denn er soll tatsächlich gar nicht mal so schwach sein. Also wenn man sich mal so Videos angeguckt hat, wo er eben abseits von Android funktionierte, war der sehr stark und war stärker als PS3 und so, aber nicht so stark wie PlayStation 4 und Xbox One, wobei wohl gesagt wird, dass die Konsole mindestens so stark sein soll wie die Xbox One. Was für eine Konsole, die man auch mitnehmen kann, ziemlich atemberaubend wäre in der Tat. Wenn ich mir jetzt überlege, was auch immer der Bildschirm am Controller tatsächlich kann, also ob der nun eine HD-Ready, also 720p-Auflösung hat oder vielleicht sogar eine Full-HD-Auflösung. Der aktuelle Wii U-Controller, der funktioniert ja in 480p, also dem Signal, was die Wii früher auch gesendet hat. Von daher ist das natürlich auch eine große Frage, wie hoch wird die Auflösung? Wobei eigentlich, wenn sich das Ding tatsächlich an einen Fernseher wird anschließen lassen, dann ist eigentlich Full HD Pflicht, dass die Konsole das zumindest kann. Aber ich glaube, auf dem kleinen Bildschirm, wenn ich jetzt mal so die Größenverhältnisse auf diesem Bild mir angucke, was wir vor uns haben, dann könnte ich mir irgendwas so 8 Zoll vielleicht vorstellen, so in der Richtung. Dann wäre 720p auf jeden Fall ausreichend für eine ordentliche Pixeldichte. Was ich mir hoffe, ist, dass er diese Docking Station haben wird, dass diese auch eine gewisse Technik bietet und vielleicht ja sogar einen weiteren Prozessor inne hat. Und damit wäre es ja vielleicht sogar möglich, dass die Konsole stärker ist. Sprich, dass dieser Handheld an sich, was
unheimlich stark wäre und damit ein Preis wieder das anderes wäre, aber wer weiß, so stark wird ungefähr wie eine Xbox One und dann an dieser Docking Station ebenso stark wird wie eben zum Beispiel eine PlayStation 4 Neo, denn dann wäre Nintendo ja auch nicht mehr, irgendwie würden sie nicht mehr hinterherhinken mit der Technik und wären eben gleich auf, endlich wieder mit Sony und Microsoft seit dem GameCube. Man merkt, dass du noch jung bist, du träumst, denn ich glaube, das ist etwas, was wo meine technische Kenntnis ausreicht, um dir zu sagen, das wird definitiv nicht passieren. Einfach weil rein programmiertechnisch, zumindest so wie ich das heute verstehe, wenn Nintendo weiterhin das einhalten will, was sie sagen, die Spiele sollen einfach zu programmieren sein, dann sind zwei Prozessoren und im Prinzip zwei Arten, auf die ein Spiel laufen kann, nämlich im Handheld-Modus und im Heimkonsolen-Modus sozusagen, mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen dahinter, unterschiedlicher Arbeitsspeicher, vielleicht unterschiedlicher Prozessortakt, unterschiedliche was auch immer, das ist unmöglich. Das wird Nintendo niemals tun, weil es einfach nicht zu programmieren ist. Gut, aber wenn dann der diese Docking Station vielleicht den Handheld oder irgendwo verstärkt, dann sonst wäre diese Docking Station, sonst könnte man ja auch nur einfach ein Kabel an den Controller anschließen, das dann streamen. Zum Beispiel diese Nvidia Shield Box, gibt es ja auch ein TV-Gerät für. Das verstärkt diese grafische Qualität. Wie genau, kann ich dir nicht sagen, aber sie wird verstärkt. Aber vielleicht ist da etwas Zusätzliches drin, vielleicht kann er dadurch übertaktet werden, ich weiß es nicht. Aber irgendwas wird diese Box ja an sich haben. Wenn den sie Vorteil, den du natürlich hast, wenn du zu Hause bist, ist, dass du nicht so sehr auf Akku angewiesen bist. Also rein theoretisch könnte man sogar, wenn es diese Docking Station gibt. Und ich glaube, Sinn macht die Docking Station tatsächlich schon. Denn wenn du den Controller dann per Kabel daran anschließt, das ist immer besser, als ein HDMI-Kabel oder so direkt an den Controller anzuschließen. Und du sitzt irgendwie 8 Meter vom Fernseher weg oder 6. Wie lang soll denn das Kabel sein? Von daher ist so eine Docking Station, die du dann irgendwo hinstellen kannst, die vielleicht sogar kabellos das Bild überträgt, auf jeden Fall die bessere Wahl. Und wenn du dann halt sagst, ich schließe jetzt den Handheld daran, in dem Moment ist das Akkuproblem vorbei und vielleicht dreht der Prozessor, der im Handheld ist, dann eben auf, weil dann der Stromverbrauch egaler wird als im Mobilmodus, wo du ja keinen Spaß hättest, wenn der Akku nach 30 Minuten leer ist. Du sagst ja aber auch, um nochmal auf die Portierung zu sprechen zu kommen, du sagtest ja auch, dass es leicht sein soll, die Spiele zu portieren. Das war ja auch Nintendos Ziel, das haben sie ja schon bereits verlautbaren lassen. Das Ding ist, wenn die Konsole keine Power hat, wenn es denn stimmt, dass sie, in Klammern, nur so stark ist wie die Xbox One, die auch schon damals technisch veraltet war, warum dann portieren, wenn die neuen Konsolen bald auch stärker sind, beziehungsweise sie werden, schätze ich, 2018, 19 ihre Ablöse bekommen, dann PlayStation 5 und Xbox 300, was weiß ich, dann ist das ja mit dem Portieren eh egal. Also ich glaube, irgendwo wird Nintendo vielleicht sogar technisch upgraden können mit dieser Docking Station. Also ist sind Träumereien, aber irgendwo muss da ja was sein. Oder, wie eben auch ein Gerücht ist, sie machen das alles nur, damit sie ältere Titel leichter portieren können. Oder wie eben Splatoon und Smash Bros. Sollen wohl portiert werden. Wobei das so ein bisschen dagegen spricht, dass sie das eben auch in dem Gerücht mitsteht, dass das ja doch sehr radikale neue Hardware-Design durch den völlig neuen Prozessor dazu führen wird, dass das Ding nicht mehr abwärtskompatibel sein wird. Das waren die letzten Konsolen von Nintendo ja ausnahmslos, mal abgesehen von denen mit Cartridges, aber seit GameCube, die Wii konnte GameCube-Spiele, die Wii U kann Wii-Spiele, der 3DS kann DS-Spiele, von daher, es ist immer abwärtskompatibel gewesen und das sollte jetzt oder wird jetzt wohl nicht mehr der Fall sein, weil es eben ein völlig neues System ist. Was ich aber auch noch interessant finde, aber das ist nicht wirklich neu, ist ja, dass diese Konsole, dieser Handheld auf Cartridges setzen soll. Wobei ich glaube, mit Cartridges ist eher so eine normale entweder SD-Karte gemeint, was sehr cool wäre, da die billiger mittlerweile in der Herstellung sind und viel mehr Speichervermögen haben und man da auch selber was drauf abspeichern kann, nicht wie auf einer Disk. Oder es werden halt diese ganz normalen DS, 3DS-Cartridges. Also ich glaube, leider werden es nicht so alte Cartridges im Nintendo 64 SNES-Style. Nein, das auf keinen Fall.
Ich schätze, es werden so kleine SD-Karten, was ein durchaus sehr guter Sprung ist für die Industrie, denn Discs sind einfach unheimlich teuer und mittlerweile sind SD-Karten schon für 16 GB, wenn man mal so in den Laden geht, sind ja nicht mehr teuer. Und sie sind einfach der nächste logische Schritt, um eben nicht das total zu digitalisieren. Denn Nintendo soll angeblich, wenn die Gerüchte stimmen, ja alles ohne Gewähr, sie haben wohl auch mit den Gedanken gespielt, nur einen Online-Shop zu machen. Wenn sie mit diesem Gedanken wirklich gespielt haben, gute Idee, dass sie es nicht machen. Ich bin finde SD-Karten eine sehr gute Alternative, da eben Verpackungen sind kleiner, es passt mehr rauf, kann auch selber was drauf abgespeichert werden, was auch automatisch bedeutet, dass die Konsole nicht so einen hohen Speicher haben muss. Also es hat alles sehr große Vorteile. Ja, also mehr Vorteile als Nachteile. Ich glaube auch tatsächlich, auch wenn es cool wäre, mir vorzustellen, so eine Konsole mit Gameboy-Modulen oder sowas nochmal zu haben, das wäre schon irgendwie ziemlich cool. Aber was Nintendo, also ich meine, sie machen es ja beim DS schon, beim 3DS, also sind schon viele Jahre erfahren damit. Und ich glaube, genauso werden sie es auch bei der NX machen, dass es eben so kleine Karten gibt. Die werden aber niemals irgendein Industriestandardformat benutzen, einfach weil das Software-Klauen viel zu leicht macht, wenn man Standard-SD-Karten zum Beispiel benutzen würde. Sie haben ja immer irgendwie ihr eigenes Ding gemacht und das werden sie dann auch tun. Also wahrscheinlich wird es dann wieder irgendein komisches Format, aber das ist ja egal. Mini-SD-Karten, die noch kleiner sind als die Mikro-Dinger. Was ja aber auch schon, also übrigens, ich glaube, das müsstest du ja auch wissen, dass SD-Karten diese Konsole besitzt, ist bestätigt, denn Nintendo hat in ihrer, als sie Zelda Breath of the Wild angemeldet haben, ich glaube, zum Patent müsste es gewesen sein, haben sie auch angegeben, dass das Ding SD-Karten, also dass es auf eine SD-Karte kommt. Und ich bezweifle mal ganz stark, dass Breath of the Wild auch für den Nintendo 3DS erscheint. Deswegen ist es ja schon so gut wie bestätigt, was mich aber sehr freut, denn es ist der nächstlogische Schritt, eben dass Cartridges folgende einfach, Blu-Rays mittlerweile auch schon nicht mehr das große Speichermedium sind und auch teurer sie eben sind als heutzutage SD-Karten oder eben Cartridges. Ja. Genau, also ich meine, dieses Gerücht, dass es keine Disc mehr haben wird, die NX, das gibt es ja schon länger, das hat sich jetzt wieder bestätigt. Was ich jetzt zum Abschluss gerne noch sagen würde, also zwei Dinge, ein so Vorabschluss und ein richtiger Abschluss quasi, ist, dass ich die Idee an sich ja schon immer gut gefunden habe, so eine Kombination zwischen Handheld und Heimkonsole, und nach wie vor steht und fällt es damit, ob es gut gemacht ist und diese Idee, quasi den Controller-Part abstecken zu können, was auch immer man damit macht, ob man dann ähnlich wie zwei Wii-Fernbedienungen quasi in der Hand hält und damit spielt, das ist halt dann die große Frage, die das System für mich entweder interessant oder uninteressant macht, weil der Controller ist einfach das A und O und der muss passen. Und diese Möglichkeit, das abzustecken, ist an sich eine geniale Idee, um nicht immer so ein klobiges Gamepad in der Hand haben zu müssen, wenn man zu Hause spielt. Denn das ist ja auch ein viel geäußerter Kritikpunkt bei der Wii U, dass einfach der Tablet-Controller auf Dauer viel zu schwer und wenig handlich ist. Also da bin ich auch deiner Meinung, eben es steht und fällt zum einen mit dem Controller und eben mit der Konsole selbst. Also ich finde die Idee eben auch sehr gut, dass Nintendo endlich mal beides verbindet, zumal eben der Software-Output auch ein ganz anderer ist. Ich glaube zum Beispiel auch, dass Smash Bros. Für 3DS und Wii U basiert ja auf der gleichen Basis, schon ein erster Schritt war, wie funktioniert das auf zwei Systemen zu entwickeln irgendwo. Und dadurch, dass Nintendo das jetzt scheinbar konkretisieren wird, ja, ich freue mich da sehr drauf, dass Nintendo endlich mal beides zusammenschmeißt, denn wenn man mal überlegt, was dann alles möglich ist, allein schon von dem ganzen Software-Output, der wird sich erhöhen, da Nintendo noch eine Konsole hat, die sie befeuern müssen. Und das finde ich ist sehr gut. Es ist einfach langsam nötig, dass Nintendo da auch mal hinterherkommt, denn mit zwei Systemen, es ist einfach schwer, gerade bei Nintendos Kapazitäten, zwei Systeme zu entwickeln, die immer aufwendiger werden. Und irgendwann muss dieser Schritt kommen und der kommt jetzt Gott sei Dank früh genug, finde ich noch, mit der Nintendo NX. Das Ding ist halt nur, die Hardware wird einbüßen müssen, Nintendo wird dafür irgendwas machen müssen, aber es klingt verrückt, aber ich vertraue da Nintendo tatsächlich, dass das Ding ganz gut wird.
muss ich ehrlich gestehen. Was bei mir schon was heißen soll. Im Moment sehe ich es genauso. Ja, ich bin im Moment genauso positiv gestimmt, auch wenn sie in den letzten Jahren mich zumindest ganz persönlich häufig enttäuscht haben. Aber die machen das schon. Und noch was viel Spannenderes, was ich gerade loswerden will, zum Abschluss. Denn das könnte in den nächsten Tagen sehr spannend werden. Und deshalb machen wir dieses Video jetzt auch so ein bisschen Hals über Kopf. Denn es gibt mehrere Quellen, die sagen, dass es in den nächsten Tagen weitere Leaks zur NX geben könnte. Das heißt, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Und wir werden mal gucken, ob wir dann nochmal ein kurzes Video, ein kurzes Tendo Quatscht machen, wenn es wieder was Neues gibt. Aber erstmal freuen wir uns auf eure Meinungen dazu, von dem, was wir jetzt gerade erzählt haben, was ihr so davon haltet und wie valide ihr das findet. Und ja, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss.